Kennen Sie Sophie Charlotte, Luise und Friederike, die drei mecklenburgischen Prinzessinnen? Nein? Das Kultur- und Erlebniszentrum Drei Königinnenpalais auf der Schlossinsel Miro erzählt ihre spannende Geschichte. Im 18. Jahrhundert wurden sie in Preußen, Hannover und im fernen Großbritannien zu Königinnen gekrönt. Spiele, Interaktionen und das Maskottchen Karl der Frosch entführen jung und alt in die Zeit, als Herzöge in Mecklenburg herrschten. Und nach einem informativen Rundgang lädt das Museumscafé mit selbstgemachtem Eis und Kuchen die Besucher dazu ein, auf der Außenterrasse ihren Blick auf den malerischen Miroer See und ihre Gedanken in vergangene Zeiten schweifen zu lassen. Die große Wollweberstraße 24 in Neubrandenburg ist nicht irgendein Gebäude. Seit Ende des 19. Jahrhunderts war es eine wichtige soziale Einrichtung und beheimatete über die Jahrzehnte mehr als 300.000 Personen. Erst mittellose Reisende, dann einen Kindergarten, eine Handwerkerschule, Notunterkünfte für Ausgebombte und letztlich Arbeiter der DDR-Handelsorganisation. Eine ganz außergewöhnliche gemeinnützige Funktion erfüllt es seit 2003. In ihm befindet sich die umfangreiche Kunstsammlung Neubrandenburgs. 6.000 Kunstwerke, Grafiken, Gemälde und Plastiken dokumentieren vor allem den aktuellen Kunstprozess. Bestaunen Sie in der aktuellen Sonderausstellung »Schläft ein Lied in allen Dingen« die poetischen Stickereien, Collagen und Zeichnungen von Elisabeth Ahnert, einer wichtigen Dresdner Künstlerin, die stark von Albert Wiegand geprägt wurde. Äußerlich unterstreicht der moderne, winkelförmige Museumsanbau die Verbindung des geschichtsträchtigen Hauses mit der Dokumentation gegenwärtiger, regionaler und überregionaler Kunstgeschichte. Das Schloss Europa könnte man es nennen. Schließlich vereint das Schloss Güstrow italienische, französische und niederländische Einflüsse. Gleichzeitig ist es ein Schloss der Superlative. Es zählt zu den bedeutendsten Renaissance-Schlössern Nordeuropas, hat die vielleicht prunkvollsten erhaltenen Stuckdecken und eine der größten Mittelaltersammlungen aus Prunkwaffen und Kunstobjekten. Gemälde, Skulpturen und Mobiliar der Renaissance lassen erahnen, wie der Erbauer Herzog Ulrich zu Mecklenburg und spätere Bewohner wie Albrecht von Wallenstein ihre Weltläufigkeit und ihren Führungsanspruch auch im Alltag lebten. Wie kaum an einem anderen Ort wird in Schloss Güstrow der Fürstenalltag im ausgehenden Mittelalter, die Kunst und Kultur der Renaissance und die Pracht des nachfolgenden Barock erlebbar.